Einen wundervollen guten Abend, meine Pimmelwarzen. Na, wie geht es euch heute so? Der Wallen spielt heute ein bisschen Ghosts und wird jede Menge erzählen. Ich weiß zwar noch nicht gerade was, aber Hauptsache schon Dinge versprechen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie halten kann. Naja, wie dem auch sei. Wie ihr sehen könnt, ich habe ja ursprünglich war das hier das Videochen als kleiner Test gedacht. Ob ich hier mit meinem Aufnahmeprogramm einwandfrei aufnehmen kann. Der FS ist zwar ein wenig madig, aber es, ja, es ist dennoch spielbar. Und ich hoffe, es trügt den Zuschauerspaß nicht allzu sehr. Wir spielen hier ganz normales Team Deathmatch. Ja, was habe ich denn für eine Waffe? Eine Remington mit Schalldämpfer. Ich versuche jetzt gerade irgendeine Kacke zu erzählen, mit der Ladebildschirm hier einfach so lange dauert. Ja, wie gesagt, Remington mit Schalldämpfer und ich glaube Vordergriff ist auch noch dabei. Und was weiß ich, was da noch alles dabei ist, kein Plan. Ich habe die ganze Zeit AK gespielt, bis ich eben diese Remington gespielt habe. Und seitdem spiele ich die Remington. Ja. Gut. Tja, wie lange dauert das noch? So, scheint jetzt langsam loszugehen. Und ja, es hat relativ Spaß gemacht. Es ist zwar kein überdimensionales YouTube-Niveau-Ghost-Gameplay, aber für mich persönlich war es mal eine erfolgreiche Runde. Ja, ich schaue mich hier gerade um. Ihr seht schon, die FPS ist leicht angeschwollen, hat kleine Blasen mit braunen Fleckchen, schmeckt salzig. Aber ja, man kann sich, denke ich, anschauen. Ja. Da habe ich gesehen, dass hier schon ein bisschen was los ist, so rein vom Pimmel her. Und erwische jetzt auch, glaube ich, auch gleich ein. So, da vorne sehe ich, dass ein bisschen Aktion ist. Ich schmeiße eine Flash, aber der war natürlich schon viel näher dran. Und ich wundere mich, warum plus 200. Manchmal verstehe ich nicht, wann es 100, wann es 200 gibt. Und ja, jetzt meine ich, da vorne was gehört zu haben auf der Hauptstraße. Da ist natürlich nichts. Ich schieße jetzt das Tor auf und lege gleich eine Mine rein. Also bei dieser Map ist wirklich sehr wichtig, lauft nicht durchs Zentrum durch, da werdet ihr sofort weggesniped. An etlichen Gebäuden sind Fenster, auch in oberen Etagen, da kann man einfach auf den ganzen Asphaltweg runtersehen. Sehr unangenehm, wenn man da getroffen wird. Ich merke, dass da rechts einer ist. Oh Gott, da ist einer und ich habe ihn geholt. Also das Zoom-In hat mich hier auf jeden Fall das Leben gekostet, deshalb versucht es auch. Wenn die Gegner extrem nah dran sind, drückt nicht den Zoom in. Es ist extrem hart, wenn man das sein Leben lang gemacht hat und dann plötzlich nicht mehr macht. Wird es sehr unangenehm, den Zoom in einfach nicht mehr zu verwenden. Aber es hat schon so etliche Male wirklich mein Leben gekostet, weil ich dann im Zoom in dann hin und her schlackse wie ein paralysiertes Stück Scheiße und treffe dann natürlich nichts. Und ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen viele Kills machen und das funktioniert so eben nicht. Naja, ja. Ich laufe hier schön am Außenrand der Map entlang und blinzel dann immer schön in die Mitte. Und es ist wirklich wunderbar, wie oft das wirklich sehr gut funktioniert. Wirklich eine sehr astreine Sache. Natürlich, andere Maps bieten das jetzt nicht so unbedingt. Also die bietet sich hier wirklich sehr an, hier wirklich einfach an der Außenhaut entlang zu laufen. Und ja, hier wurde ich natürlich verdient, muss ich selbst sagen, weggeholt. Und hier das zweite Mal natürlich auch. Das ist, glaube ich, derselbe. Ich habe es irgendwie nicht geschnallt, dass ich jetzt einfach wieder in dieselbe Position gelaufen bin. Und ja, deshalb zweimal wirklich vollkommen zurecht gestorben. Und ja, da habe ich mich jetzt natürlich dreimal in den Oberschenkel gepiekst. Und damit ich mich hier ein bisschen besser konzentriere. Und ich glaube, es hat auch wirklich jetzt geholfen. Schauen wir mal, wie ich weiterspiele. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich muss jetzt selbst schauen und dieses Spiel entdecken. Ich sehe Totenköpfe. Also denke ich, hier sind bestimmt irgendwo Gegner. Oh mein Gott, da war ein Gegner. Ich habe ihn leider nicht getroffen. Das ist wirklich ein Kack manchmal. Natürlich habe ich jetzt meine Position verraten, indem ich da rumballer. Wurde kurz auf der Minimap sichtbar. Natürlich trotz der Schalli dennoch. Und da kriege ich schon wieder den nächsten Kill geklaut. Das ist wirklich eine die Scheiße des Jahrhunderts. Zum Glück bin ich hier nicht im Hardcore-Modus, sonst hätte ich meinen Kollegen jetzt umgenatzt. Wirklich eine Scheiße. Jetzt ist natürlich ein Schild im Weg. Da sind Gegner. Den ersten geholt, den zweiten glaube ich nicht. Oder auch doch, keine Ahnung, nachgeladen. Jetzt kommt natürlich da, glaube ich, hier schön Triple- oder Vierfach-Kill rausgeholt, Munition leer. Aber ich habe die Satcom. Zu Satcom muss ich wirklich sagen, im Vergleich zu Black Ops 2 und die Drohne, die dort ist, finde ich die Satcom wirklich extrem minderwertig. Denn. Kills, die meine Mates machen, zählen natürlich nicht als Teilpunkte. Die Drohne hat natürlich immer für Teilpunkte gesorgt, wenn meine Mates mit Hilfe der Drohne Kills gemacht haben. Dabei hat es überhaupt keine Rolle gespielt, ob die entsprechenden Spieler diese Drohne dann auch wirklich nur durch mich gemacht haben, also quasi durch meine Drohne den Kill, oder den hätten auch so machen können. Also jeder Kill hatte einfach
mir einen Teilpunkt gebracht und diese Satcom eben nicht. Die Satcom bringt mir hier wirklich nur, bringt mir eigentlich nur die Optik, aber es bringt mich in der Abschussserie null weiter, deswegen finde ich die Satcom ein bisschen schwach. Naja, hier habe ich jetzt natürlich meine Trinity-Rakete, ich schieße zweimal, beide treffen auch, aber der dritte, da habe ich keine Ahnung, war ich einfach verwirrt und versucht, den Boden zu zerstören. Das hat auch funktioniert, bringt natürlich keinen Kill ein, sehr schade. Ach ja, naja. Hier will ich immer schön aus dem Fenster mal kurz ausblinzeln. Hier immer mal wieder kurz auf die Treppe schauen. Hier ist oftmals kleine Pissnelken sind da gerne mal unterwegs. Und ja, sieht so bis jetzt ganz gut aus. Ich sehe mich das Gameplay gerade im kleinen Anzeigebildschirm und ich sehe jetzt gerade die Statistik nicht, aber ich glaube, wir sind zwei oder dreimal gestorben. Wir haben schon ein paar Kills geholt. Also für mich ist das auf jeden Fall hier schon ein sehr nettes Gameplay. Und ja. Wie geht's denn hier weiter? Meine Kollegen, ja, die stehen da rum wie so kleine Affen, machen nichts. Zum Glück ist Papa da und er kann ein bisschen was regeln. Und ja, wie diesen wunderschönen Kill, den ich jetzt hier natürlich gemacht habe, wirklich eine sehr feine Sache. Ich kann mich nur immer wieder selbst loben und auf die Schulter klopfen. Und ja, Pimmel, Warzenskandal. Deluxe. Ich glaube, hier ist jetzt irgendwo meine Mine hochgegangen. Irgendwo auf der ganzen Map ist meine Mine hochgegangen. Ich weiß, ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht erinnern können und auch jetzt beim Anschauen weiß ich es nicht genau, wo ich diese Mine hingelegt habe. Ich habe nur gesehen, dass der Hitmarker losgegangen ist und durch meine Mine ein kleiner Schaden verursacht worden ist. Und natürlich wäre es von Vorteil, wenn man dann weiß, wo man diese Mine platziert hat, weil man davon ausgehen muss, dass der Gegner ja noch irgendwo dort sein muss in der Nähe. Und ja, wenn man es nicht weiß, ist es natürlich bitter. Aber solange man nicht davon stirbt, ist alles im grünen Bereich. So, hier gehen wir mal schön hoch. Hier, das ist eins dieser Fenster, von denen ich vorhin erzählt habe. Da kann man schön raussnipen. Deshalb empfiehlt es sich nicht, mitten auf dem Weg rumzulaufen. Und hier gegenüber natürlich das zweite Fenster. Und ich weiß jetzt nicht, warum der Hitmark hat 80.000 Mal angeschlagen. Guckt euch diese Scheiße an, Alter. Da bin ich ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Guckt, die Munition geht leer. Ich wechsle auf die Pistole, rotz noch fünfmal drauf. Er geht einfach nicht down. Aber das war natürlich ein kleiner Internet-Lag. Ist wirklich höchst ärgerlich, die ganze Sache. Und ja, hier habe ich natürlich für das gleich einer hochkommt und es kommt tatsächlich einer hoch. Hier über diese Stahltreppe, ich habe natürlich weggeholt und setze jetzt die Satcom. In diesem Fall bringt mir die Satcom wirklich viel, weil jetzt kann ich mich hier wirklich aufs Fenster konzentrieren und jedes Mal durch beide Zugänge glotzen. Weil ich einfach keine Angst haben muss, dass von hinten irgendjemand kommt. Die Satcom gibt mir natürlich die Infos mit Hilfe eines roten Punktes auf der Minimap, wenn sich natürlich einer von hinten nähert und das bringt mir natürlich Sicherheit. Jetzt, wo meine Kollegen hier oben sind, ist es natürlich auch sowieso eine sehr feine Sache. Das heißt, von hinten brauche ich mir überhaupt keine Sorgen zu machen, kann hier diesen schönen Asphaltweg schön beäugen und begutachten. Ja. Was jetzt natürlich in diesem Fall ein richtig krasses Problem ist, ich konnte den am gegenüberliegenden Fenster nicht wegholen, weil beide Waffen, Primär- und Sekundärwaffe, sind komplett leer gerotzt. Ich habe keine Munition mehr, ich muss jetzt natürlich ohne Munition und das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Sache. Und jetzt allen Überflusses zu Pimmelwarzen trotzes hat man jetzt natürlich auch Internet-Lags. Man muss jetzt ohne Waffe hier irgendwie an Munition gelangen, beziehungsweise hier einen Toten ausrauben. Was hier wunderbar funktioniert hat. Wir haben hier eine Waffe, ist sogar noch ein bisschen Munition drin und wahrscheinlich sterben wir nicht sofort. So, ich glaube, hier passiert was sehr, ja, was sehr Unangenehmes. Ich scheuche einen Schäferhund auf mich. Ich kann es aber nicht ihn ganz legen. Jetzt lege ich mich hin, voller Panik. Ich denke, ich sterbe schon, aber ich habe den scheiß kleinen Drecksköter natürlich geholt. Da vorne ist einer hinter den... neben diesen Bauzaun da irgendwie verkämmt. Der Hitmarker schlägt ein paar Mal an, ich treffe ihn einfach nicht. Es ist wirklich zum Kotzen. Ich bin echt froh, dass dieser scheiß Köter da jetzt gleich auftaucht. Achtung, ich glaube, da taucht gleich ein Köter auf. War das schon? Naja, nun es ist. Mein Kollege hat den Köter auf jeden Fall weggeholt. Jetzt will ich natürlich eine Waffe aufheben, weil die Munition schon wieder leer gegangen ist. Und jetzt werde ich beim Aufheben natürlich weggerotzt. Das kann nun mal passieren. Wenn man keine Muni hat, wird man schnell unaufmerksam. Man will einfach so schnell wie möglich eine neue Waffe haben und geht natürlich auch ein kleines Risiko ein, was in diesem Falle zum Tode geführt hat. So, jetzt hier will ich wieder die schöne Eisentreppe hochgehen und denke, ich kann vielleicht wieder was vom Fenster wegsnipen. Ich positioniere... positioniere keine Mine, das kommt erst ein bisschen später. Den habe ich noch schön weggeholt. Erstmal schön nachladen und die Lage checken. Kommt hier einer hoch oder da? Einfach mal eine Mine setzen. Falls einer kommt, wieder schön
in die Luft gejagt. Sein Hodensack wird wahrscheinlich auf brutale Art und Weise platzen. Gut, das war's. Gameplay vorbei. Wir haben die Runde gewonnen. Ich glaube, die KD ist ganz annehmlich für mich. Platz 1, 17-4, glaube ich. Ja, ist eine schöne Sache. Und ja, das wäre es dann von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.